Hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil 5. Ja. Ja, und weiter geht's. Weil wir ja beim letzten Mal nicht oft genug gestorben sind. Ja. Hoffentlich wird das jetzt etwas ruhiger. Ja, wert es. So, jetzt können wir uns ja auch erstmal ein bisschen umgucken. Ja, ja, hier in dem Gebiet wird es aber, glaube ich, nichts mehr geben. Und das Spiel, glaube ich, annimmt, wir hätten alles vorhin irgendwie untersuchen müssen. Ja, wir können ja mal gucken. Aber ich glaube, hier müsste eigentlich nichts mehr sein. Sind alle ja, leer, leider. Hier habe ich nämlich gerade noch so ein oder andere bisschen mit Pistolenmunition und Heilung gefunden. Ja. Weil wenn wir die MG jetzt im letzten Kapitel nicht eingesammelt hätten, dann wäre die zum Beispiel nicht da in dem Koffer jetzt. Deswegen... Ich muss mich heilen. Ja. So. Ja, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Alles ist doch dumm auf. Vielleicht ist ja unter dem Fernseher noch mal was, wo wir vorhin schon gelootet haben. Nein, ist leer. Okay. Zu schade. Ja, jetzt geht's weiter. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht mehr so stressig wird. Nee. Also kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß nicht, warum das Spiel irgendwie so volle Röhre irgendwie so anfängt. Wahrscheinlich nimmt das Spiel an, wir müssen eher flüchten, anstatt zu kämpfen. Von daher weiß ich jetzt nicht. Warte, pass auf! Hast du den Sprung gesehen? Jetzt habe ich überall einen Glasscherben im Gesicht. So, jetzt können wir uns auch ein bisschen umschauen. Und ich muss mich daran gewöhnen, meine Waffen anders zu sortieren. Weil ich muss hier mit den Nummerntasten muss ich hier wechseln. So 1, 2 und 3. Ja. Ich kann es ja mit dem Steuerkreuz machen. Ja. Wenn du auf der Konsole spielst, dann musst du so in so ein Kreuz musst du die alle so anordnen. Dann kannst du da mit dem Steuerkreuz entweder wechseln. Das habe ich gerade herausgefunden. Ja, da kenne ich auch von der PlayStation-Version. Deswegen muss ich mich umgewöhnen, so ein bisschen hier der Tastatur. Ich meine, du könntest ja auch einfach einen Controller anschließen. Ja, aber wer macht das jetzt nichts? So. Da kommen wir zu dem Pass. Ne, da wollen wir. Aha. Da. Geld. 400. Mann, nee. Hast du das Fass eingesammelt? Ja, da war 400 Gold drin, ne? 400? Bisschen Kleingold. Ich sag viel zu häufig Kleingold. Das habe ich von Mammut. Weiß nicht, gab es in Resident Evil auch hier so Embleme, die man abschießen musste? So blaue Embleme? Nee, das war bei Teil 4. Die gibt's auch in dem Spiel, aber wie gesagt, da mein Spielstand jetzt schon durchgespielter ist, tauchen die bei mir nicht auf. Das heißt, wenn ich irgendwie an eins vorbeilaufe, weil ich schon eingesammelt habe, dann kann das sein, dass ich das nicht sehe und du bist der Einzige, der das sehen kann. Hm. Das heißt, ich kann keinen für dich finden, leider. Wenn das eins ist, das ich schon hatte. Ich weiß auch gar nicht, was die freischalten. Ich glaube, da kannst du irgendwie so. Ich glaube, so Bonus-Sachen irgendwie freischalten. So Kostüme mäßig. Ja. Warte mal, ich geb dir mal. Moment. Na, gib mir mal etwas Pistolenmuni. Hier, bitte. Okay. Lade nach. Ich habe schon wieder ein paar Leute. Solange es nur ein paar sind. Ja. Gucken wir uns erstmal hier um. Ich glaube, du musst mich hier oben hinschicken. Ja. Mhm. Die Leiter ist kaputt. Vielleicht kann man es zu zweit schaffen. Ja. Oh. Dann helfen wir mal hoch. Guck mal, was hier so ist. Irgendwie ist ja nichts. Doch, hier war was. Oh, ich kann Schlüssel sehen schon aus. Da hat er sich aufgelöst. Und da steht einer. Macht Schattenboxing. Fäng ich ab. Oh. Da sind ja Leute.
Ja, das sind ja Leute. Dem hast es gegeben. Ah. Wie eine echte Frau. So, Maschinengewehr. Hier. Warte. Okay. Ich meine, irgendwie kann ich dir auch irgendwie so sagen, so hier ist was oder so. Aber ich kann ja halt auch so sagen, von daher brauche ich das nicht wirklich. Ich weiß es auch, wie es geht. Oh, ich soll vielleicht meine Karte anmachen. Ha, ah, so, nimm, so da, nimm das, Kartox. Der kam einfach aus dem Nichts. Dankeschön. So. Oh, da kannst du mich auch hochschicken. Mit. Oh, da ist aber noch was. Jetzt ist er hingefallen. Oh Mann! Boah, ich finde nur Geld. Brauch mal Kräuter und Munition und so. Ich meine, ich liebe Geld. Was willst du jetzt machen? Was will er machen? Okay. Irgendwie kann man auch noch andere Sachen sagen, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß es leider auch nicht. Ich hab hier so ein kleines Menü, das sich öffnet, aber. Ah. Bei mir ist das auf den Pfeiltasten. Den Pfeiltasten? Ja. Ich weiß nicht, wo das auf dem Controller ist. Ich weiß es auch nicht, ja. Ich schick dich mal hoch. Los, hoch mit dir. Okay. Na, oh, was haben wir denn hier oben? Hm? Irgendwo, wenn ich runterspringen. Ach da, okay. Bisschen MG-Munition für dich und ein Schlüssel. Schlüssel zum alten Gebäude aufgehoben. So, ich habe ein paar Leute. Sind die bei dir? Ja. Sind die bei dir? Ja. Ja. Das ist sogar eine Frau. Ach, die habe ich weggekickt. Oh. Okay. Müssen wir überhaupt hin? Ja, wir müssen nach unten also, weiter. Der Schlüssel ist für später, also glaube ich. Ja. Also ein Stil steht fest, also das Spiel ist echt verwinkelter, als ich es dachte. Ja. Ist Resident Evil 4 ein bisschen geradliniger oder so? Ja, so ein wenig. Also ich meine, okay, man läuft auf drei großen Gebieten umher. Ah, okay. Ja, du solltest Resident Evil 4 spielen. Ja, höre ich auf. Jeder empfiehlt mir irgendwie das Spiel. Weil es auch cool ist. Ich liebe Resident Evil 4. Oh. Warte. Da ist er oben gefallen. Was haben wir hier? Wo bist du? Gut, ich stehe doch direkt vor dir. Danke. Oh Gott. Zack. Moment. Ich wollte den Grattenstampfer verpassen. Sie ist von innen verriegelt. Oh, ist das nicht bei den Schlüssel? Na, nee. Oder doch? Oh, ich sehe da Geld auf der anderen Seite. Oh nee, ich war. Oh, Schrotgewehr-Munition. Oh, ich glaube, hier gibt es eine neue Waffe. Noch ein bisschen Gold. Sie ist nicht mehr verriegelt. Oben ist auch eine. Ja, geht's auch irgendwo hoch. Oh, der Safe Spray. Ich hab mehr Safe Spray. Ja, irgendwo oben war auch eine Tür. Moment. Jemand ist zuvor gekommen. Ah, hier ist eine Treppe. Hier ist nichts mehr. Ah, warte mal. Erstmal gebe ich dir hier mal. Moment. Warte.
Ja. Aber ich traue mich da gar nicht irgendwie den erste Hilfe Spray. Letztes Mal, als ich da versucht habe, habe ich uns geheilt. Ich vertraue da ganz auf deinen Fähigkeiten. Was war denn das? Hier oben. Au. Oh Gott. Das ist Schaden. Zack. So, die steht schon wieder auf. Kann ich überhaupt noch leben? Geh weg. So. So. So eine Zigarette ausgestampft, ey. Ja. So. Soll einfach ruhig bleiben und sterben. Oh, hier. Ich habe was gefunden. Ah, Schatz das, aufgehoben. Hat man Schatz, ja. Yeah. Ah, hier. Hier können wir, glaube ich, jetzt... Hier den Schlüssel einsetzen. Nee, da hinten ist gleich ein Gebäude. Ich weiß wieder, wofür der Schlüssel ist. Da kriegen wir was Schönes. Ah, die Frau. Der geht's gut. Ja. Oh, brennende Reifen. Das erinnert mich ja an dein Vettel. Oh nein. Weißt du noch, die brennenden Mülltonnen? Ja, ja. Warte mal, komm mal hier hin. Ja. Siehst du, was da im Fenster ist? Das ist etwa eine Schrotflinte. Oh, ha, ha, ha. Sie gehört dir. Nom, nom, nom. Ja, okay. Warte. Warte, Moment. Ich kann ja auch dann direkt... Hier. Mit ein bisschen Schrotmunition. Nice, danke. Jetzt muss ich das so anordnen, genau. Lade nach. Heil uns mal mit dem Erste Hilfe Spray. Thanks. So, okay. So macht man Türen auf. Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen. Geh mal hier aufs Dach. Steig dir hier mal aufs Dach. Noch ein bisschen Gold. Klein Gold. Wir haben Hühnchen erschossen. Was, du grausamer Mörder? Wie kannst du es wagen? Ich glaube, hier mehr ist hier nicht. Nee, warte. Kann man ehren? Nee. Dann helfen wir mal. Mal der Kleinen. Ja, die ist wahrscheinlich schon tot. Aber. Ach was. Der geht's gut. Nee, müssen wir nicht hin. Warum geht's hier hoch? Warum geht's hier hoch? Warum kann man hier hochgehen? Ja, da, was? Ah, da, hier die Treppe hoch. Mhm. Ich guck nur. Hallo. Hey, what's wrong? Be careful. They may still be here. Und was wolltest du sie mir vorstellen, Chris? Are you okay? Soll ich euch beide allein lassen? Nein. Tisch. Okay, sie hat einen neuen Haarschnitt. Das. Wo kommt der auf einmal her? Oh, falscher. Lade nach. Ins Gesicht. Endlich. Ganz anders als die Parasiten, die ich von früher kenne. Oh. Noch jemand? Oh, da Schrotgewehrmunition, nimm's mit. Warte, da ist einer. Am Fenster ist die ganze Zeit einer. Ah so, ich muss die ganze Zeit B drücken. Ich kann die ganze Zeit B drücken. Was denn?
Dann kann ich hier so sagen, come on! Rotgewehr, ja, habe ich gehört, irgendwo. Ja, ich glaube, du hast sie eingesammelt. Ich glaube, du hast sie schon eingesammelt. Okay. Na! Lade nach! Oh, hinter dir! Mein Gott, wie habe ich den nicht getroffen? Stark. Stark. Hm. Ich glaube, da war's. Ja. Ja, Musik hat aufgehört, das ist ein gutes Zeichen. Oh. Warte mal, sind wir von dir nicht gekommen? Ja. Warte mal, müssen wir dorthin? Ich glaube, dadurch. Nee, ja. Matheson to HQ. We've lost contact with Alpha Team. They're under attack by an unidentified hostile. Reinforcements head toward the deal. Oh, und da kommen die nächsten. Shepard here. Roger that. Move out. Haben es hinter sich. Das Schrot, Schrotmunition nimmt die mit. Oh, ich brauche langsam Pistolenmunition wieder. Ich habe nicht mehr so viel. Ich brauche leider selber welche. Na, ich glaube, da nächste Pistolenmunition hoch und ich sehe, ist für dich. Ah! Ah! Hallöchen. Hallo. Würdest du bitte mal das Schloss wegmachen? Ja. Hm. Bis zum. Dankeschön. Ja, voll schwach sein, weil ich einfach rumgelaufen bin. Ey. Oh, noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Geld, 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 Geld. Irgendwie bin ich nur Geld, ey. Zeit für mein Schrotwehr. Ich bin noch hier. Mir mein Schrotgewehr zu ballern, weil ich keine Pistolenmuni mehr habe. Ja, bist gezwungen. Das hört sich, ne? Das hört sich gesund an. Hm. Glaubst du, denen geht's gut? Natürlich. Man geht hier jemals irgendwas Schräges ab, ne? Ach. Boah. Ja, vor allen Dingen, man gewöhnt sich ja dran. Okay. Ist nix. Gesichert. Oh, ich freue mich schon auf ein Gebiet, was ein bisschen schwieriger wird. Oh Gott. Bis dahin sollte man schon besser vorbereitet sein. Wird's hoffen. Irgendwann kann man sich eine Weste und so kaufen, um den Schaden zu reduzieren. Ich glaube, die werden wir brauchen. Ja, die werden wir sowas von brauchen. Das ist vom Alpha Team. Oh, das ist Kleingold. Wir können ihnen nicht mehr helfen. Ja, ist der vom Alpha Team? Er ist schon tot. Einfach ein Klaps auf die Schulter, dann geht er wieder. Ja, genau. Warte mal. Oh, endlich. 5 Schüsse nur. So, kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, irgendwo hier ist ein Emblem. Meine mich zu dunkel zu erinnern. Ich weiß noch nicht wo. Krähe! Oh, nichts hinterlassen. Auch da. Moment. Habe ich sogar noch nicht eingesammelt. Wo ist ein Emblem? Ja. Unter diesen. Ah, da! Ja, ich sehe es. Ah, sind auch für mich. Ah, okay. Sehr schön.
mal, habe ich überhaupt Heilung? Ich habe keine Heilung. Und dann liegt noch was. Geld. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Ich will noch warten, ob ich irgendwann ein rotes Kraut hier finde. Ha! Hast du gesehen? Ja, was soll das hier passiert? Ich bin Chris Redfield. Was glaubst du, was hier passiert ist? Hey! Who did this? Bist du noch am Leben? Something attacked us. He got away. Er konnte fliehen. Setup. What is this? Die neueste Grafikkarte von Nvidia. Ja. Hey, hang in there. He's dead. I saw someone, but they ran away. Aber nichts dagegen unternommen. Ja. Kurt, do you copy? We got the data. That Alpha team is down. Moving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Hey. Okay, weiter geht's. So, nehmen wir mal den seine Pistolenmunition. Diese Daten müssen um jeden Preis gerettet werden. Immer noch 5 Schuss. Ah. Wieder noch 5. Auch mehr, ne? Auch mehr. 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 Ah, oh, nee, von mir kam da. Mein Gott. Ich mach's immer auf. Wie ein echter Gentleman. Oh, Aufzug! Aufzug! Ich will auf den Knopf drücken. Knopf! Wait. Come on! Ich hab Spaß an den Kommandos. Oh, Maschinengewehr-Munition. Und blaue Munition ist mal meins, eins grüne ist deine. Ja, perfekt. Weißt du, ja. Was du vorzugst, Maschinengewehr oder Schrotgewehr? Ich mag die Schrotwinter eigentlich auch sehr gut, aber ich mag auch die TMP. Kommen wir noch mehr Waffen. Ich weiß, wir kriegen ja auch irgendwann noch eine Sniper. Genau. Und eine Magnum werden wir auch noch kriegen. Genau. Noch eine Leiche. Verdammt, gibt es keine Überlebenden? Abgeschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Also ich guck nach, der kommt direkt danach, so. Abgeschlossen. Ich auch, ich will auch. Ich will auch mal dagegen schlagen. Ja. Warte, ich glaube hier. Ah, warte, hier kommt doch noch ein Bosskampf. Diese Gasflasche kann man bestimmt leicht umstoßen. Ofenschlüssel aufgehoben. Jetzt können wir kochen. Mhm. Ja, was werden wir kochen? Wahrscheinlich Bratwurst. Oder Fisch. Ja, ich kann also auch schon aktivieren. Und jetzt kochen wir heute mit Daniro LP und Metal Mario Master. Ja, leckere Bratwürstchen. Das Fondue ist fertig. Und nächstes Mal, liebe Kinder, braten wir Menschen. Ja.
natürlich immer auf maximaler Flamme. Genau. Wie es sich gehört. Oh, ich liebe diese Cutscene, die jetzt kommt. Ja. Kommt jetzt nicht dieses komische schwarze Etwas? Ja, ne? So, Master, tu mir mal bitte einen Gefallen und öffne so langsam wie möglich die Türe. Ja. Ich mache. Oh nein! Vielleicht sollten wir die Tür öffnen und rennen. Ja. Yeah. Chris? Chris? I think that's what got Alpha Team. Ich habe eine Idee. Laufen wir erstmal weg und dann werden wir es verbrennen. Ja, gute Idee. Die Dinger kann man übrigens auch umstoßen. Ja, ich weiß. Habe ich mal gemacht. In dieser Folge. Und in dieser Folge kochen wir etwas schwarze Spaghetti. Boom. Sepia-Spaghetti. Und jetzt rennen wir. Ja. So, und jetzt meine. Ich glaube, da geht die andere. Und jetzt, Kinder. Oh, oh. Oh. Was ist es? Das ist nicht gut. Es hat sich in Luft aufgelöst. Die Spaghetti haben sich in Luft aufgelöst. Oh, ach, das sie. Das kriegt gerade rein. Oh Mist. Warte. So, lass mal darüber laufen. Oder warte, Moment. Oder? Jetzt. Ich glaube, das ist zu spät. Ja. Die Tür da runter geht. Oder? Ah, oder? Er ist drin. Ah, er ist drin. Und jetzt, Kinder, so machen wir Spaghetti. Schwarze Sepia-Spaghetti. Lass ich euch auch auf die Zunge zergehen. wie es aussieht, leben unsere Spaghetti noch. Das müssen wir schnell ändern. Komm mal hier hin. Ja, komm wieder raus. Ja. Geh mal zurück am besten. Ja. Und jetzt? Oh, jetzt sind die Spaghetti. Warte. Lock ihn rein. Juhu! Spaghetti! Aua! Da habe ich geschlagen! Heil dich mal lieber! Warte, lass erst mal hier rumgehen. Ja. Halt ihn drin. Au. So. Okay. So. Auf jeden Fall ist halt. Man kann nur so viel Hitze aushalten übrigens. Ja. Wenn die Spaghetti immer noch standhaft sind immer weiter kochen lassen. Aber und das nennen wir well done. Well done. Lasst euch auf Kopf zu mir zergehen, Kinder. Ein Traum. Ja. Ein wahr gewordener Traum. Nicht mal weit hinterlassen, Mann. Das ist schlimm. Und wir haben noch nicht mal die Spaghetti bekommen. Ich glaube, wir haben sie überkocht. Ja. Aber sowas passiert halt manchmal. Ja. Und in der nächsten Folge mit Kochen mit Daniro und Metal Mario Master. Keine Ahnung, irgendwas. Ja, ich stecke den Schlüssel rein, du machst die Tür auf. Ja, natürlich. Wie es sich gehört. Oh, der bewegt sich doch. Oh, Pistolenmunition. Nimm auch noch was mit. Okay. Der hatte sich noch bewegt, von daher. Achso. Oh, das ist ein Emblem. Dahinter.
Oh, da. Auch noch nicht. Ich schieße ab. So, ja, hab's. Echt so wenig gefunden. Ich habe schon so ein paar gefunden. Knopf. Und nach oben. Da. Was für ein Abenteuer. Was für ein Abenteuer. Diese Folge nennen wir das Spaghetti Monster. Oder wie man richtig kocht. Ich glaube, hier ist das Kapitel auch zu Ende. Ja, ich glaube auch. Fahrzeuge. Oh, Kamera! Let's go. Überkochte Spaghetti. Hast du ihn noch nie gesehen, Sherva? What it did to Alpha Team. I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Oder wir hätten einfach alle gerettet und wären die Helden. Ja. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Ihr meint einfach eine Anspielung auf den vierten Teil? Ja, Ganados sind die aus dem vierten Teil. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Nee, Mann, Leon hat das alles im vierten Teil alleine geschafft. Ja. Und hier sind wir zu zweit. Also stell euch mal nicht so an. Und der hatte den Nervenpräsidenten. Hey, Kapitel ist zu Ende. Oh. S-S-S-C. S-A-S-C. Oh. Yay, sie können die Akte BSAA im Archiv ansehen. Wir haben nur gegen 30 Gegner. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Revelations. Okay. Was war Revelations nochmal? Gibt's auch auf Steam. Da geht's auch um diese BSAA-Typen. Da ist Chris auch dabei. Und auch Jill. Mhm. Okay. Aber für diesen Part war es das dann, ne? Ja. Mal sehen, was wir hier noch kaufen können. Ich kann mir auch nicht. Oh, wir können uns hier eine Schutzweste holen, aber die kostet 10.000. Oh, ja, die ist ein bisschen teuer. Oh, mir fehlen noch 2.000. Mir fehlen noch 3.550 fehlen mir noch. Ich kann schon die ganzen Endgame-Waffen hier kaufen, aber. Ja. Lassen wir mal. Oh, ich habe mal. Oh, ich glaube, ich könnte rankommen. Nämlich die beiden. Ja, Elfenbeinrelief. Ja, wenn ich die beiden Sachen verkaufen kann, könnte ich mir die Schutzweste holen. Ich glaube, das mache ich auch. Na gut, wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Ja. Ciao, ciao. Bis dann.